Hallo, hier ist dein Coach und Potenzialmaximierer Jürgen Zwickel und schön, dass du heute bei diesem Video mit dabei bist. Lass uns heute in diesem Video darüber sprechen, wie du es schaffst, mit drei Methoden dein Leben, deine Ergebnisse und auch deine Erlebnisse zu verbessern. Du bist gespannt, welche drei Methoden auf dich warten? Dann lass uns jetzt starten. Ich will dir hier drei Methoden weitergeben, mit denen du, da bin ich mir hundertprozentig sicher, positiv dein Leben, deine Ergebnisse und auch deine Erlebnisse verändern oder auch verbessern kannst. Und lass uns gleich starten mit Methode Nummer 1. Methode Nummer 1 bedeutet, fange an, starte, packe an. Warum ist das wichtig? Wir wissen das alle, aber wenn wir mal ehrlich sind, wie häufig hast du und auch ich schon Dinge vor uns hergeschoben, die wir eben nicht angefangen haben, die wir nicht angepackt haben, die wir nicht umgesetzt haben? Und wenn wir etwas nicht umsetzen, nicht anpacken, dann kann daraus natürlich auch keine starke und positive Wirkung sich nach sich ziehen. Und deswegen ist die Methode Nummer 1 wirklich anzupacken. Und mache dir das zukünftig bewusst, wann immer du bestimmte Situationen hast oder dir bestimmte Gegebenheiten begegnen, dann mache dir bewusst, jetzt gilt es anzupacken, jetzt gilt es in die Umsetzung zu kommen. Und es geht nicht darum, die Dinge vor sich herzuschieben und darauf zu warten, dass sich bestimmte Situationen von selbst auflösen. Nein, aktives Gestalten ist hier der Schlüssel und das ist die erste Methode, die sicherlich einen positiven Einfluss auf Ergebnisse, Erlebnisse und auf unser Leben hat. Starkes Gestalten. Methode Nummer 2. Mache dir immer bei dem, was du tust, dein Warum klar. Warum tust du die Dinge, die du jeden Tag tust? Warum machst du die Dinge auf diese Art und Weise, wie du sie machst? Dieses Warum gibt dir bei dem, was du tust, einen klaren Sinn. Dieses Warum gibt dir die von innen heraus gestaltete Motivation. Dieses Warum bringt dich in eine neue Energie. Und nicht immer wissen wir genau, wie dann der Weg aussieht, aber dieses starke Warum ist ganz, ganz entscheidend. Mein starkes Warum ist, dass ich so quasi die Menschen und auch ein Stück weit unsere Gesellschaft in ein höheres Bewusstsein führen will. Dass ich Menschen einfach auch in ein Bewusstsein führen will, was sie tun können, sich mental und emotional noch intelligenter und stärker selbst führen zu können, weil ich bin überzeugt, dass das einen massiven Einfluss auf unser tägliches Leben, auf unsere Ergebnisse und auf unsere Erlebnisse hat. Also, Methode Nummer 2, mache dir dein starkes Warum klar, warum du die Dinge tust, die du tust. Methode Nummer 3, die Ergebnisse, Erlebnisse und auch dein Leben positiv verändern, Fokus. Wie fokussiert bist du wirklich bei den täglichen Dingen, die dir wichtig sind? Jeder von uns ist täglich unheimlich vielen Ablenkungen ausgesetzt. Informationen ploppen von allen Seiten auf und wollen unsere Aufmerksamkeit. Es ist echt herausfordernd, jeden Tag auf seinem Weg fokussiert zu bleiben. Und deswegen ist es wichtig, sich das bewusst zu machen und vor allen Dingen dich auch zu fragen, wenn du auf einem Weg hin zu einem bestimmten Ziel unterwegs bist, was ist der Preis, den du für diesen Weg zu bezahlen hast? Denn je klarer du diesen Preis für dich benennen kannst, umso klarer kannst du dich auch abgrenzen. Umso klarer kannst du auch deinen Fokus halten und umso besser wird sich natürlich dann dein Weg dort, wo du hin willst, für dich auch gestalten. Und deswegen ist es wichtig, immer wieder bewusst täglich sich zu fragen, wie fokussiert bin ich noch bei dem, was mir wichtig ist? Allein diese Frage wird dir helfen, den Fokus stärker zu halten. Oder du kannst dich auch fragen, lasse ich mich mehr von diesen äußeren Gegebenheiten führen, was meine Aufmerksamkeit betrifft, oder führe ich mich selbst in eine starke Aufmerksamkeit, in einen starken täglichen Fokus? Das waren sie jetzt, diese drei Methoden, von denen ich überzeugt bin, dass sie einen positiven Einfluss auf unser Leben und unsere Ergebnisse und Erlebnisse haben. Aktiv selbst gestalten, das klare Warum sich bewusst machen, denn das hat Folgen, das gibt uns Sinn, erhöht die Motivation, gibt uns Energie. Methode Nummer 3. Starken Fokus halten und sich bewusst immer wieder diese Frage zu stellen. Ich freue mich, wenn diese drei Methoden
dir einfach auch wieder das Bewusstsein für dein tägliches Leben erhöht haben und freue mich, wenn du diese drei Methoden zukünftig für dich einfach stärker im Blick hast und natürlich alles, alles Gute und viel Erfolg bei der Umsetzung. Wenn dir dieses Video geholfen hat, dann leite es gerne weiter, teile es gerne und gib mir gerne auch einen Daumen nach oben und hinterlasse gerne auch in den Kommentaren eine Nachricht, weil dann weiß ich, wie du diese Ideen siehst und wo du sagst, Mensch, das ist ein toller Gedanke, den setze ich gerne um. Dafür sage ich jetzt schon herzlichen Dank und solltest du es noch nicht gemacht haben, dann abonniere gerne meinen YouTube-Kanal, denn dann bekommst du jede Woche ein neues Inspirationsvideo. Auch dafür sage ich herzlichen Dank. Ich wünsche dir jetzt weiterhin viel Gesundheit, alles Gute und denke immer daran, wenn es um deine innere Aufstellung auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens geht, da geht noch was. Entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, dein Coach und Potenzialmaximierer Jürgen Zwickel.